Quick Tutorial, der Ristretto. In diesem Video zeige ich dir zwei Methoden, wie du ihn mit deiner Siebträgermaschine zubereiten kannst und welche Methode mir dabei besser geschmeckt hat. Also bleib dran! Der Ristretto, wortwörtlich aus dem Italienischen übersetzt, heißt er beschränkt. Es ist ein verkürzter Espresso. Der Ristretto fokussiert sich dabei eher auf die Aromen, die am Anfang einer Espresso-Extraktion gelöst werden und hat ein Brühverhältnis von Espresso zu Wasser von 1 zu 1. Es gibt mehrere Varianten, einen Ristretto zuzubereiten. Ich zeige dir heute zwei Methoden, einmal die klassische Methode und außerdem eine, ich nenne sie mal, faule Methode. Wenn dir meine Videos gefallen, abonniere gerne den Kanal, um keine Videos zu verpassen. Die klassische Methode. Wenn ich also 18 Gramm in mein Sieb dosiere, möchte ich 18 Gramm Espresso extrahieren. Brühverhältnis von 1 zu 1. Das möchte ich allerdings in derselben Zeit wie beim Espresso erreichen. Also in 25 bis 30 Sekunden. Wenn dein Espresso eingestellt ist, müsstest du also deinen Mahlgrad feiner stellen, um auf die Extraktionszeit zu kommen. Da der Espresso gegen Ende hin bitter wird, hat man dies mit dem Ristretto umgangen. Bei der Extraktion erkennt man richtig, dass der Anfang viel langsamer und dunkler beginnt als beim üblichen Espresso-Bezug. Die Farbe des Espressos wird eigentlich im Verlaufe der Extraktion immer heller, dadurch, dass immer weniger aus dem Kaffeepulver gelöst wird. Beim Bezug eines Ristrettos wird jedoch die Anfangsphase durch den feineren Mahlgrad in die Länge gezogen, sodass auch am Ende der Extraktion nur relativ dunklere Farben zu erkennen sind. Am Sieb macht sich beim Beenden auch deutlich, dass die Extraktion eigentlich gefühlt noch nicht fertig ist, weil noch genug Druck zwischen Kaffeepulver und Sieb herrscht, weil beim Espresso ja eigentlich länger bezogen wird. Dadurch, dass aber in der gleichen Zeit weniger Flüssigkeit bezogen wird, ist das Endergebnis viel süßer. Bei mir hat er größtenteils süßlich geschmeckt, jedoch hat er auch einen Hauch von Bitterkeit, also könnte ich ihn das nächste Mal ein wenig gröber einstellen. Jetzt zur zweiten, faulen Methode. Mit dieser Methode ist es nicht nötig, den Espresso-Mahlgrad extra zu verstellen, wenn man gerade den perfekten Mahlgrad gefunden hat. Man kann hier versuchen, einfach mehr Kaffeepulver zu dosieren und doller zu tempen als üblich, sodass man auf eine längere Extraktionszeit kommt. Also zum Beispiel 20 Gramm in meinem Fall und dann einfach die Extraktion nach 20 Gramm eher zu beenden als üblich. Aber er ist in seinen Farben durch den gröberen Mahlgrad viel heller als in der ersten Methode. Daran erkennt man auch den Unterschied in den beiden Methoden. Ich habe damit eine Extraktionszeit von 17 Sekunden erreicht, was sich allerdings auch im Geschmack widerspiegelt. Ich finde, dass dieser Ristretto zwar einerseits süßlich, aber weniger rund geschmeckt hat und viel unangenehme Säure hatte. Mein Favorit ist also die erste, klassische Methode. Als kleiner Tipp, ich persönlich beziehe öfter mal einen Ristretto, wenn ich neuen Espresso einstelle, der sowieso zu fein eingestellt ist, der dann im Rahmen der Extraktionszeit eines Ristrettos liegt. Da wir Kaffeeliebhaber ja immer wieder auf der Suche nach neuen Kaffeevarianten sind, probiert doch einmal den Ristretto aus und schreibt mir in die Kommentare, wie er euch geschmeckt hat. Wenn dir das Video gefallen hat, gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Bis zum nächsten Video.